Habt ihr die Kuh? Das Gedudel von dem Mozart nicht mehr hören. Ich pack's nicht mehr. Ich krieg eine Allergie. Hey, bald ich schon her, das Mozart. Nein. Okay. Du, die haben gut. Das hat die echten Gransch. Die haben viel gesünder. Die haben nicht so fett. Aber ich muss euch sagen, ich kann es beweisen. Ich kann das beweisen, aber das hilft mir gar nichts. Das ist ja das. Gar nichts. Hey, was soll ich da noch machen? Was? Ja, ich schreibe mich schicker nieder. Hey, schicker nieder. Ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt. Wir haben von Straubing. Nein? Ja, und mein Ahne, Ur-Ahne halt. Nein? Der hat das ewigs mal die Mozart, weil der Mozart war pleite. Der hat keinen Flinz gehabt, der war pleite. Ein Reibviertel hat er gehabt, der Mozart. Jetzt hat er mir Ahne ein Geld gegeben, hat er gesagt, da schau her, Mozart. Hey, du hast einen Flinz, ich geb dir ein Geld, dann bist du wieder frisch. Hey? Aber du schreibst mir für das Geld eine Symphonie. Hey? Und dann, okay. Was er gemacht hat, der Mozart? Das ist alles aktenkundig. Hey, der Mozart hat das Geld eingesteckt und die Symphonie hat er nie geschrieben. Was der vorstellt, der hat das Geld genommen, aber die Symphonie hat er nicht geschrieben. Hey, und darum sage ich, wenn ich tue, hör mal auf da hinten. Hey, sag einmal, ach, so ein lästiger Kerl. Du, das sind Menschen. Hey, wenn sie da mit mir unterhalten können, da. Radi, nein. Jetzt ist es so, ich hab einen Schuldschein. Ja, ich bin Besitzer von dem Schuldschein. Original, weißt du, original? Ja, von dem Mozart. Gutachten, alles da, Expertisen, nein, alles da. Nein. Jetzt baue ich den Schuldschein von dem Mozart. Wenn ich den verkaufe, ja, oder auf der Aktion, nein, dann krieg ich schon was. Ja. Nein, der ist was wert, klar. Aber kein Vergleich mit einer Symphonie. Ja, Entschuldigung, bin ich im Besitz von einer Symphonie war bei dem Tantam, was die mit dem Mozart machen. Dann hätte ich eine ganz andere Lebensplanung. Ganz anders. Dann hätte ich in meiner Metzgerei ganz andere Kacheln drin. Okay? Dann hätte ich. Was? Nein, kaufe ich mir keinen Porsche. Nein. Okay? Wenn ich eine Symphonie von Mozart habe, kaufen wir keinen Porsche, dann steht mir ein Bugatti. Hey. Hier hat man ein Ding, das ist ein Wohnblock. Ein Wohnblock, verstehst du? Da darf die Mieter nicht. Hey. Ein Mieter nach dem anderen, die darf ich da nicht. Hey. Und vermieten, dass du so schnallst. Hey. Und dann darf ich natürlich, weil ich. Ja, Herrgott, sei jetzt erst auf, hey! Ja, sag einmal, hast du keinen Anstand nicht mehr da? Bist du tot oder wie? Weißt du, die machen sich hin mit dem Lärm. Hey. Die Zwiebel, okay. Dann macht er so viel Dezibel und dann sind die Ohren. Was? Ja, dann sind die Ohrwäschel hin und das kann man nicht mehr reparieren. Okay. Der hört nichts, ich schwör dir das. Okay. Was? Was ist er her? Hey, du Depp. Der hört nichts. Der ist ja schon bald wie der Beethoven. Ah, so ein. Naja, ist ja gut. Nein, ich sag dir das bloß deswegen. Weißt du, zum Beispiel der Anno. Ja, klar, der Anno. Der steht hinter so da. Der Anno steht hinter so da. Warum? Dem trotz die Tantiemen einer Tantiemen. Der weiß ja nicht mehr hin, wo mit den Tantiemen. Weil sein Großvater ein großer Komponist war, erfolgreich. Gell? Und Anno, der Großvater, der hat ja ein Ding komponiert, einen Klarinettenmuggel. Hey, ein Original-Klarinettmuggel, kennst du den, ne? Schau her, bei der Wohntaten kann der auch schön spielen. Hey. Na, weißt du, das ist gar der Anno, ne? Das ist gar, der steht hinter so da, der fragt gar nichts mehr, der rast an Seychellen, Malediven,
Sogar Österreich, dem ist das wurscht. Der hat einen Swimmingpool. Verstehst du? Weil das ist halt eine Komposition, wo man. Du jetzt. Als Bazi da alle, du Kratler, hau ab jetzt! Tschüss, du, pass auf da, Hooligan! Hey! Was, das ist ja. Ja, weißt du, was noch? Das war in der Zeitung, ja, das mag ich. Weil dann schreiben sie aber nicht. Mozart, das Genie, das ist Genie. Vor allem wird der Genie wird er schon gewinnt sein. Glaube ich schon. Ja, freilich wird er uns gewinnt sein. Aber dass ich das Opfer bin von derer Drecksau.